Guten Morgen. Guten Morgen. 5. Messetag. Und wisst ihr, was jetzt ist? Gestern hat es geregnet, heute schneit es und Sturmwarnungen haben sie ausgegeben. Es stand aber nicht im Plan im Wetterbericht, dass es heute hier schneien soll. Lassen wir uns mal überraschen, wie das so weitergeht. Naja, wir sind Gott sei Dank in warmen Hallen, obwohl ich habe mich trotzdem erkältet. Ganz schön Halsschmerzen und so. Aber die Männergrippe schlägt jetzt zu. Alles, was uns nicht tötet, macht uns hart. Ja, heute haben wir viele Wohnmobilbesichtigungen vor, die wir als Auftrag erteilt bekommen haben und was wir noch selber so sehen. Ja, und das ein oder andere Zubehör. Manu macht wieder ihren Rundgang. Sie hat sich sehr gefreut über die positiven Kommentare und Übung macht den Meister. Den Rest der Schnitt. Also bis dann. Bis später. Tschüss. Hallo. Ich habe wieder praktische Sachen fürs Wohnmobil gefunden und bin jetzt an dem Stand von autager.de. Die haben wirklich tolle Sachen, wo ich begeistert bin. Das ist als erstes, könnt ihr euch vorstellen, was das ist. Das wird mir aber die Sandra jetzt mal erklären. Genau, hallo. Das ist ein Topfuntersetzer zum Krempeln. Wenn ich ihn nicht brauche, klein, flach, ganz leicht, einfach in der Schublade verstauen. Wenn das Essen fertig ist, krempel ich das Ganze um, kann den Topf draufsetzen. Oder die große Auflaufform. Oder, wenn ganz viele Leute kommen mit Riesenhunger, für die große Paella-Pfanne. Und vor allen Dingen, was ich praktisch finde, das kann ich ins Messerfach mitschmeißen und es geht nicht verloren in den Untiefen der Küche. Ganz genau, so sieht's aus. Ist bis 220 Grad hitzebeständig. Ich kann also den heißen Topf problemlos draufsetzen. Ich kann es nicht unbedingt, sondern gar nicht in den Backofen tun. Aber den heißen Topf drauf, gar kein Problem. Ist hochwertiger Kunststoff, Edelstahlnieten, spülmaschinenfest, komplett in Deutschland gefertigt. Ich finde das eine super Sache. Messeschnäppchen bis Sonntag noch hier zu kriegen. Bei uns in Halle 9 sind wir auch am Stand A34. Die Krempel gibt es in unterschiedlichen Farben. In Türkis, Schwarz, Grün oder Taupe. Kommt in dieser hübschen Verpackung. Hier unten sieht man immer, welche Farbe es ist. Ist innen drin auch noch mal eine ausführliche Bedienungsanleitung drin, wie das Ganze funktioniert. Und das könnt ihr über die Internetseite, das sagt die Sandra euch, wie die direkt heißt. www.autaga.de. Schreiben wir dann auch in die Infobox unten noch rein. Und sie hat noch viele nützliche Dinge, die wir uns jetzt noch mal anschauen. Hallo. Wir sind auf dem Messerundgang. Richtig. Und jetzt hat Jens was entdeckt, was ihm als TÜV interessiert hat und das wird er euch jetzt erzählen. Genau. Ich bin schon mehrere Male an diesem Stand hier vorbeigegangen von HJS. HJS beschäftigt sich mit Abgasanlagen und Umrüstung von bestehenden Abgasanlagen. Und hier im Hintergrund auf der rechten Seite sehen Sie die blaue Plakette, wie sie kreist. Sie kreist über unseren Köpfen. Es ist noch keine Entscheidung getroffen und wird sicherlich mit einem Gerichtsurteil vielleicht dann doch kommen oder nicht kommen, das wissen wir noch nicht. Die Firma HJS, haben wir gerade so erfahren, würde dann, wenn das so als Gesetzescharakter werden würde, einen Umrüstsatz auf Euro 6 anbieten können und dann auch damit ist damit gewährleistet, dass die Fahrzeuge, wenn solche Umweltzonen eingerichtet werden,
auch dahin wieder fahren können. Habe ich das richtig verstanden? Du kannst auch von Gelb auf Grün umrüsten. Das geht. Also wer zum Beispiel so einen alten 244 Ducato fährt, also vom Typ her, und die Schlüsselnummer 0671 hat, der kann problemlos hier bei HJS umrüsten, dass er mit einer grünen Plakette, wie hier zum Beispiel in Stuttgart, in die Stadt fahren kann. Kostenpunkt um die 1500 Euro. Muss jeder für sich plus selbst. Plus noch, was vielleicht noch dazu kommt. Nee, haben sie gesagt, als Komplettpreis. Ach, als Komplettpreis. Ja? Und das sind so Dinge, die sich derjenige überlegen sollte, der gerade in solchen Gebieten wohnt, wo viele Umweltzonen sind. Und da ist Baden-Württemberg, Hessen und so schon sehr gut ausgestattet da damit. Also, auch das nochmal als Information für euch. Ja, die Sandra hat mir jetzt auch gerade noch erzählt, dass sie Geruchsbeseitigung im Wohnmobil anbieten. Und ich finde das gar keine schlechte Idee. Davon wird sie euch jetzt mal berichten. Vielleicht ist es für den einen oder anderen interessant. Haustiere, Raucher oder man hat ein Bier verschüttet, kommt ja auch mal vor. Und dann müffelt das vielleicht ein bisschen im Wohnmobil und das wird ja Sandra jetzt mal vorstellen. Genau, oder man holt das Wohnmobil irgendwie aus dem Winterquartier, so ein bisschen Feuchtigkeit, müffelt. Oder man übernimmt auch ein gebrauchtes Wohnmobil oder einen gebrauchten Wohnwagen, der einfach ein bisschen müffelt mit der Zeit. Und dann haben wir im Angebot bei uns die Geruchsbeseitigung zu machen. Das können wir bei uns in der Werkstatt machen, da wird ein Gerät reingestellt. Geruchsmoleküle werden quasi zerstört und danach riecht das Fahrzeug einfach frisch. Dazu haben wir auch noch die Desinfektion, Klimaanlagendesinfektion. Wer das machen möchte, alles mal richtig desinfiziert. Einschließlich Filterwechsel bieten wir bei uns auch an. Wer jetzt sagt, boah, ja, nach Erding möchte ich deswegen nicht kommen, für die haben wir das Ganze auch in kleinen Sets zum selber machen. Fängt an mit dem praktischen Glasreiniger. Das ist jetzt das kleine Set, was wir haben. Da ist drin ein Glasreiniger. Dann ein Fleckenspray, was sehr gut funktioniert. Einfach aufsprühen, vielleicht ein bisschen einreiben, absaugen oder mit dem Mikrofasertuch wieder aufnehmen. Und den Geruchsbeseitiger einfach ein bisschen ins Fahrzeug sprühen. Und dann neutralisiert sich das genau. Dann selber, ja? Das riecht dann nicht nach irgendwie Lemon oder genau, sondern einfach neutral, frische. Das wäre jetzt das kleine Set mit den drei Flaschen. Das gibt es nochmal in groß, da ist ein Universalreiniger noch dabei. Polsterreiniger, einfach mal für die Grundreinigung, einfach aufsprühen, absaugen oder mit dem Mikrofasertuch wieder aufnehmen. Und musst du das erst abtrocknen lassen oder kannst du gleich aufsaugen? Nee, muss man nicht abtrocknen lassen, muss auch nicht einwirken, einfach aufsprühen. Also bei Flecken, das Fleckenspray haben wir da, genau, die kleine Flasche, bisschen einreiben und dann kann man es direkt wieder aufnehmen. Die Flecken gehen sofort wieder raus, auch Rotweinflecken und ähnliches. Glasreiniger ist da auch dann nochmal bei und auch der kleine Geruchsbeseitiger, da braucht man auch nicht viel von, nur ein bisschen reinschütteln. Und die Lappen sind mit dabei, was genau, du da beim hast. Kleinen Set ist ein Lappen bei, beim großen Set sind sogar zwei Lappen dabei. Dann muss ich mal fragen, habt ihr auch irgendwo eine Abstellmöglichkeit für das Wohnmobil, wenn der Zeit, wenn die Leute abends anreisen und früh genau, dann... Genau, also wer bei uns abends anreisen will, kann einfach bei uns auf dem Hof stehen. Das geht. Das ist kein Problem. Das ist ja schön. Also lohnt sich das doch, zu sagen, man fährt mal hin und lässt sich mal genau. Komplett das Wohnmobil kann man machen. Man kann auch auffrischen. In die Therme gehen oder Erding besuchen, nach München fahren oder was anderes bei uns montieren lassen und bucht das Ganze direkt mit. Sandra, da bedanke ich mich, sehr dass ich wieder ich Tipps für die Wohnmobilhausfrau gefunden habe. Genau. Fröhliches Putzen. Danke. Und tschüss, bis zum nächsten Video. Tschüss. Hallo, wir sind wieder mal auf Entdeckertour. Ja. Ich habe was ganz, ganz Tolles gefunden, was mein Zweiradproblem nochmal vor neue Probleme stellt. Wir wissen immer noch nicht, was wir machen. Na gut, wir werden das Ganze testen.
Hier haben wir jetzt nochmal eine neue Variante zum Testen, die wir euch jetzt zeigen. Stand von Suzuki und haben hier einen hübschen kleinen Roller, der sehr kompakt ist und damit sehr gut ins Wohnmobil hineinpasst. Eine Länge von 1,80 Meter, eine Höhe von 1,05 Meter, Gewicht unter 100. Da ist der noch tiefer wie der Elektroroller. Ja. Oh. Gewicht von weniger als 100 Kilo, genau 97. Und vor allen Dingen, er hat die großen Räder. Das Ganze nennt sich Adress 110, also 110 Kubikzentimeter. Und damit eigentlich ganz gut handelbar. Und preislich ist er auch weniger. Deutlich weniger. Gut. Deutlich weniger. Wir reden da von um die 2000. Mhm. Jetzt müssten wir noch mal eine Sitzprobe machen, ob wir beide da drauf passen. Wir machen gerade die Sitzprobe. Also ein Stückchen müsstest du mal noch zurück. Ja. So. Ja. Wir passen drauf. Wir passen beide drauf. Sicherlich gibt es hier noch eine Scheibe, das müssen wir mal sehen. Aber damit könnte ich ganz gut leben. Und das ist auf jeden Fall eine wirkliche Alternative zu dem, was wir bisher uns angesehen haben. Sieht auch nicht schlecht aus. Ja. Lass. Na gut. Passt. Wie versprochen, bin ich wieder unterwegs für das nützliche Haushalt im Wohnmobil und bin bei Froli Bettsystem hängen geblieben. Und die haben auch sehr viele nützliche Dinge, die man vielleicht im Wohnmobil gebrauchen kann. Und jetzt habe ich den Marcel von Froli dabei und er erklärt uns mal einiges, wie jetzt, habe ich gesehen, so eine Glashalterung. Oh. Genau. Also wir haben jetzt einen neuen Stielglashalter. Den kann man dann zum Stellen und auch zum Hängen verwenden. Dann ganz einfach die Gläser reinschieben und sind dann da befestigt. Dann gibt es kein Ratteln während des Fahrens. Sind dadurch befestigt. Ihr müsst euch nicht drum kümmern, ob die jetzt irgendwie rausfallen oder nicht. Es sind immer für zwei Gläser. Es gibt immer ein Zweier-Set bis maximal 78 mm Durchmesser hier des unteren Stiels. Und ist auch ein sehr praktisches neues Accessoire. Und wie ihr wisst, haben wir das Froli-Bettsystem uns ja letztes Jahr hier auf der Messe gekauft. Und das bieten sie auch an und wir sind sehr zufrieden. Genau. Kann man nur empfehlen. Super, das hören wir gerne. Also Klassiker Froli Star, das haben wir jetzt schon so seit über 20 Jahren im Programm. Ist nach wie vor, findet reißen Absatz, ist sehr beliebt, weil es nicht nur eine Tonierung gibt, zum Beispiel mit den hellblauen Elementen, wie man sieht, für den Schulterbereich. Also, ja. Die hellblauen Elemente, die weicheren Elemente, damit man schön mit der Schulter einsinkt. Und die Spannkreuze, die dabei sind, zum Beispiel für den Beckenbereich, um das ein bisschen fester zu gestalten. Sondern es ist auch noch perfekt eine Unterlüftung, wenn man zum Beispiel eine plane Oberfläche einfach hat. Also das ist wirklich multifunktional anwendbar und kann man sich wirklich auch ganz individuell, auch wenn man noch so gestalten, wie man das benutzen möchte. Das ist ein ganz einfaches Stecksystem. Ich sage da immer so ein bisschen Lego-Bausteinkasten für Erwachsene dazu. Dann bedanke ich mich bei Marcel, ja, dass er mir wieder was erklärt hat, was ich im Haushalt, im Wohnmobilhaushalt gebrauchen kann. Und ich denke mal, es ist nützliches Zeug dabei. Das hoffen wir doch alle. Also bis später, bis ich wieder was finde für den Haushalt im Wohnmobil. Ja. Tschüss. Tschüss. Wir sind noch unterwegs. Ja, wir haben jetzt unterwegs den Rudi Schnorrenberg gefunden, den wir schon eine ganze Zeit lang kennen, aber eigentlich noch nie so richtig uns darüber unterhalten, was er tut. Und jetzt nutzen wir die Gelegenheit, nachdem ich ihn schon mal unterwegs angesprochen hatte,
sein Produkt vorzustellen. Uli? Ja, schön, prima, super. Ja, wir machen die keramische Oberflächenversiegelung von Fahrzeugen, und zwar von Fahrzeugen aller Art. Oldtimer, PKWs, Schwerpunkt Wohnmobile. Und das Besondere an dieser keramischen Versiegelung, die wir anwenden, ist, dass die Versiegelung sich mit den Oberflächenmaterialien verbindet. Nehmen wir zum Beispiel einen Lack. Einfach gesprochen nimmt jedes Lackmolekül ein Versiegelungsmolekül auf. Und wir haben somit eine dauerhafte Verbindung, anders als bei einer Nanoversiegelung, die ja letztendlich nur auf den Oberflächen liegt und dann je nach Beanspruchung über kurz oder lang wieder abgewaschen ist. Wie lange dauert denn so eine Versiegelung? Das ist abhängig von der Größe der Fahrzeuge. Bei PKWs müssen wir so 2 Tage rechnen, bei Oldtimern dann vielleicht 3 Tage. Und bei den Wohnmobilen müssen wir mindestens 3 Tage einkalkulieren. Wir machen 3 Fahrzeuge pro Woche parallel in unserer Werkstatt in Kleve zum Beispiel. Da darf dann ein Fahrzeug dabei sein, was in 3 Tagen wieder fertig sein muss. Die anderen beiden Fahrzeuge allerdings müssen dann die ganze Woche da bleiben. Denn für uns ist oberstes Kriterium die Qualität, und die darf nicht durch Zeitdruck leiden. Also am liebsten ist mir immer, wenn jemand uns das Auto eine Woche hinstellt, dann wieder abholt, dann ist alles stressfrei. Und die leidigen schwarzen Streifen gehen dann viel besser weg? Ja, die schwarzen Streifen, das sind ja Auswaschungen aus dauerelastischen Dichtungen oder Gummis. Das sind Fette und die verbinden sich mit dem Schmutz. Und wenn man dann noch hergeht und reibt schön mit einem Tuch oder versucht, das abzureiben, dann reibt man diesen Schmutz noch in die Poren des Lackes ein. Und ja, das sind dann die bekannten schwer lösbaren Probleme am Fahrzeug. Und die auch nicht schön aussehen am Ende. Nee, die auch nicht schön aussehen am Ende. Ganz recht hast du. Jetzt haben wir die Oberfläche ja geglättet durch die Versiegelung. Jetzt liegt dieses Material, also dieses Gemisch aus Schmutz und Fett, liegt jetzt wie auf einer Glasscheibe auf der Oberfläche. Und mit einem bisschen noch, sag mal, Neutralreiniger, Firma Frosch kennt, glaube ich, jeder. Ne? Ja. Da können wir das so ein bisschen anlösen. Jetzt können wir ins Waschwasser reintun und dann lassen die sich leicht entfernen. Wenn man sein Fahrzeug regelmäßig pflegt und es erst gar nicht zu dieser festklebenden Streifenbildung kommt, dann genügt in der Regel auch ein feuchtes Tuch, um das abzureiben. Das klingt aber gut. Ja. Das klingt gut. Ja. Ebenso ist es bei den Moskitos vorne an der Front. Ja, das ist ja das leidige Problem, wenn die mal 3 Wochen schön von der Sonne festgebacken wurden auf der Oberfläche. Ja, Hammer. Ja. Wenn man ein Lied davon singt, da braucht man Stunden. Genau. Und auch da ist die Oberfläche jetzt schön glatt. Da nimmt man ein feuchtes Tuch und reibt da drüber und dann sind die Moskitos auch weg. Okay. Ich weiß, über Preise redet man immer nicht so gerne, aber kannst du mal was zu Preisen sagen? Ja, der Preis ist letztendlich abhängig von dem Typ des Fahrzeugs, der Größe dann letztendlich und vom Alter. Je älter ein Fahrzeug ist, desto größer ist der Vorbereitungsaufwand. Da müssen wir halt mehr Arbeitsstunden reinstecken. Dann wird es ein bisschen teurer, aber nehmen wir mal ein Fahrzeug von 7,5 Metern in einem jungen Zustand, sprich bis 3 oder 4 Jahren, da liegen wir dann so brutto bei ca. 2.000 Euro bis 2.100 Euro. Nur mal so als grobe Richtung. Ja. Beim PKWs haben wir eine Spannbreite von 400 bis 1.000 Euro. Das sind dann 400 Euro für einen Smart und 1.000 Euro für einen großen SUV, Cayenne, Q7, Range Rover. Ja. Das ist immer individuell, muss man das abstimmen mit dem Besitzer, dann kann man schon ein gutes Angebot machen. Ja. Und wenn jetzt mal ein Bauteil kaputt geht oder so, sieht man das, farbliche Unterschiede oder? Nein, also die Versiegelung selbst ist ja in einer glasklaren Flüssigkeit eingebettet, das Trägermaterial, was den Lack öffnet, damit dieser überhaupt in der Lage ist, die Versiegelung aufzunehmen. Und wenn man eine Reparatur hat, nehmen wir mal einen Lackschaden, dann muss der Lackierer ja sowieso schleifen, spachteln, nachlackieren. Und das ist dann ein besonderer Service von uns. Wenn solche Nachversiegelungen dann gemacht werden, die ansatzfrei stattfinden können, also man sieht wirklich keinen Übergang, dann ist das Nachversiegeln solcher reparierten oder ausgetauschten Bauteile wie Schürze, Klappe oder ähnliches für unsere Kunden auf Dauer kostenfrei, und zwar solange sie das Fahrzeug fahren. Das klingt aber gut. Ja. Das ist ein Service von uns halt und das wird von den Kunden auch sehr gut angenommen. Und es kann immer mal passieren, dass man irgendwo antitscht
dann helfen wir da gerne und unkompliziert. Ne? Das klingt doch sehr gut. Rudi, wir danken dir. Gerne. Und hat Spaß gemacht und ja, vielleicht können wir die Versiegelung dann auch noch den Leuten beibringen, die sich dafür interessieren, aber noch nicht wissen, wie es genau funktioniert. Okay, genau, das war der Zweck. Ja, prima, super. Danke. Bis dann. Ich danke euch, wünsche euch weiterhin noch einen schönen Messeaufenthalt und viele schöne Gespräche. Danke. Danke. Okay.